Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X Rider. Heute ist ein ganz spezieller Tag, ich kann es mir fast nicht glauben, es ist der Tag gekommen. Es ist heute der Tag gekommen. Heute ist der Tag gekommen, wo ich endlich mal ein bisschen erwachsen tun muss. Ungefähr vor 2 Monaten habe ich angefangen, eine kleine Überraschung vorbereiten für meine Freundin. Meine Freundin Lady in Red ist schon mit mir zusammen 7 Jahre lang. Und eigentlich, wenn ich jetzt gerade am dran denken bin, ich werde das Video frisch halten, ein paar Tage später von heute. Und heute werden so viele Stories auf Instagram sein. Von dem her, ich glaube, ihr wisst, von was ich am Reden bin. Eigentlich ist es nicht so gekommen nach Plan, weil es hat einen Haufen Veränderungen gehabt. Das Wetter hat nicht mitgemacht und darum machen wir die Überraschung da vorne zu Hause. Sie hat das Gefühl, sie trifft sich mit der Kollegin im Esscafé. Hi, Bambina. Hi. Wohin geht's? Zum Eiscafé. Wieder mal. Den Eiscafé kennt ihr wegen dem Yamaha mit, wegen dem Kawasaki mit und es gibt jedes Wochenende einen Miet dort. Hallo meine Lieben, ich bin hier gerade im Eiscafé. Ich warte auf Gabriella. Wir haben abgemacht zum zusammen zu Mittagessen. Und heute ist ein ganz spezieller Tag. Ich glaube, sie wird hohe Freude haben, weil sie kommt eine riesen Überraschung über. Ja. Jetzt warten wir hier, bis sie kommt. Und in dieser Zeit kommen alle unsere Kollegen, Papa, Mama, von ihr, von mir. Es wird... Ich hoffe wirklich, dass es ihr gefällt und ich hoffe wirklich, dass sie überhaupt ja sagt, weil... Man weiß ja nie. Ich möchte mich von ganzem Herzen schon bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Vor allem Mara, das ist eine Leaderin von Girls on Bikes. Sie hat das Ganze können mit mir organisieren und alle anderen können schreiben, wo wir uns treffen, wenn wir uns treffen, wie wir das machen. Weil es wäre wirklich unmöglich gewesen, an allen zu schreiben, ohne dass Lady in Red überhaupt etwas merkt, weil sie ist... Natürlich möchte ich mich gerne an Pirolitos bedanken, dass er gesorgt hat, dass niemand verhungert und so verdurst. Und natürlich auch meine Schwester. Für das Ganze dekorieren und dass alles wirklich nach Plan geht. Und natürlich auch Anita, das ist die Arbeitskollegin von meiner Freundin. Sie wird sich um den Kuchen kümmern. Und ja, ich bin super gespannt. Oh, ich hoffe wirklich, es kommt gut. Ich kann mir wirklich die Reaktion nicht vorstellen von meiner Freundin. Sie hat das Gefühl, ich werde ihr das nie fragen. Sie hat seine guten Gründe. Ich kann ihr gesagt, das ist doch ein Zeichen, das nützt nichts, bla bla bla, mit der Steuer und so. Ja, heute ist der Tag gekommen. Sie ist ungefähr seit 20 Minuten losgefahren, von dem her, die ersten Gäste sollten langsam mal kommen. Ich muss mich vorbereiten. Ja, man sieht sich. Irgendwann später. Sie hat es geschafft! Sagt er so? Inzwischen. Suddenly the sky erupts. Flames alert the trees. Spread to fallen leaves. Now they're back upon me. Way to find a fire. Was, wieso nimmst du mich ständig auf? When I dream of dying, I never feel so loved. I've been having dreams, splashing in the sun stream, tripping and falling. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of pain. Black or gold, lying in the cold. I feel high. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. Wait if I'm on fire. Bambolina mia!
Jetzt fahrt ihr. Hoi. Ich habe da unsere Familie gesammelt. Und ich bin hier, um eine ganz wichtige Frage zu stellen. Danke. Darf ich mir einen anderen Dörfer kaufen? Danke. Hast du fertig gebrüht? Kann ich weitermachen? Okay. Of you.